Hallo und herzlich willkommen zu Das 17. Bundesland, diesmal mit gleich zwei Premieren. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6, ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. So, hallo nochmal, also Premiere Nummer 1. Ich bin zum ersten Mal ganz alleine in diesem Podcast. Ich habe also keinen Anspielpartner in Form von Stefan Netzeband, der noch nie auf der Insel war. Der ist gerade im Urlaub, natürlich nicht auf Mallorca, sondern irgendwo beim Angeln an der Nordsee. Und die Premiere Nummer 2. Ich habe endlich Pedro Marin, den Chef der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma, interviewt. Auf Englisch, aber damit der Hörgenuss etwas schöner für euch ist, habe ich das Interview von Whitby übersetzen lassen. Das ist eine Spracherkennungs- und Übersetzungssoftware, die auch Voice-Cloning kann. Also das Interview ist nicht nur übersetzt worden, sondern es passiert auch mit den Originalstimmen. Und das klingt eigentlich ganz lustig, wenn man sich vom Englischen ins Deutsche übersetzt hört, weil die Sprache auf einmal so unglaublich einfach ist. Aber das am Ende dieses Podcasts. Ich fange mal mit einer guten Meldung an. Und zwar betrifft das die Busspur. Die gibt es ja auf der Autobahn zwischen Flughafen und dem Stadtring Palma. Und diese Busspur funktioniert in Zukunft nur noch eingeschränkt. Das heißt, man darf die linke Spur benutzen zwischen Flughafen und Palma und zwar eigentlich fast immer, außer von 7 bis 10 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Also die Busspur existiert nur noch 6 Stunden am Tag von 7 bis 10 und 14 bis 17 Uhr. Und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen gilt freie Fahrt 24 Stunden lang. Ich habe auch was Neues gelernt in dieser Woche. Es gibt nämlich an der Playa de Palma schon seit Jahren den Biermarathon, der hauptsächlich von einer einzigen Person gelaufen wird. Und das ist der neue Präsident der Malle-Schlauch-Kombo, Michael Hacker. Der hat letzte Woche zu seinem 50. Geburtstag den Biermarathon absolviert. Wie funktioniert das Ganze? Man beginnt am Balneario 15, trinkt dort ein Bier und arbeitet sich weiter vor bis zum Balneario 1. Also insgesamt 15 Bier auf einer Strecke von 4,5 Kilometern. Michael Hacker hat dabei die Goldmedaille gewonnen als einziger Athlet, der angetreten ist. Er hat für die Strecke von diesen 4,5 Kilometern und 15 Balnearios und demzufolge 15 Bier knapp 6 Stunden gebraucht. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, normalerweise sitze ich ja, wenn ich diesen Podcast aufzeichne, auf meinem Balkon und genieße die Sonne. Das funktioniert jetzt gerade nicht mehr, also das so mit dem richtig genießen. Die Sonne knallt momentan ganz ordentlich hier zwischen 30 und 35 Grad und so wird es auch die Woche weiter bleiben. Aber wir sind von der ganz großen Hitzewelle tatsächlich noch etwas entfernt. Also mit ganz großer Hitzewelle meine ich Temperaturen um die 40 Grad. Sowas hatten wir ja vor 2 Jahren hier schon mal, dass die Temperatur wirklich 2 Wochen lang sich immer um diese 40 Grad bewegt hat. Und das macht einen schon ziemlich blöd im Kopf und man kann eigentlich normalerweise dann auch nicht mehr vor die Tür gehen vor Sonnenuntergang. Und das ist auch ganz spannend, weil man sieht auch tatsächlich auf den Straßen nachts, auch so um Mitternacht, noch viele Kinder. Wir haben ja auch gerade Ferien und auch für die ist es so, tagsüber drin bleiben, nicht auf den Spielplatz und erst abends dann vor die Tür treten. Alles andere ist momentan tatsächlich viel zu anstrengend. Ich hatte da auch noch mal ein Gespräch mit unserem Chef-Meteorologen bei das 17. Bundesland, Marcus Aurelius. Und der sagt, vor wenigen Tagen, am 21. Juli, war tatsächlich der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen weltweit. Und diese Durchschnittstemperatur betrug 17,09 Grad. Und um das mal irgendwie verständlicher zu machen, jede Wetterstation wird da berücksichtigt von der Antarktis bis zur Sahara und das ist eben der Mittelwert. So heiß war es eben noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und noch ein Blick auf diese Woche, da werden wir tatsächlich mal
Im Landesinneren zumindest die 40 Grad mal streifen. An den Küsten bleibt es aber recht angenehm bei maximal 36 Grad. Ich werde trotzdem in der Bude hocken, bis es dunkel wird. Oder zumindest, wenn ich dann raus muss, hoffen, dass ein bisschen der Wind weht. Und hier geht es uns eigentlich auch noch richtig gut. Denn wenn man nach Italien, Kroatien, Griechenland oder sogar nach Festland Spanien schaut, da knallt es ganz ordentlich bei 40 Grad. Diese 40 Grad, von denen sind wir auch verschont geblieben am letzten Sonntag. Das war ja, würde ich mal sagen, das Thema der Woche, die Massendemonstration gegen den Massentourismus in Palma. Ich war dabei, ich war so ein bisschen embedded, denn mein Freund Toni Pons, der hier auch schon mal im Interview war, der Schauspieler aus König von Palma, hat mich mitgenommen. Und das war im Prinzip sehr spannend, sozusagen ja embedded bei den Mallorquinern zu sein, denn das hatte ich zumindest im Gefühl, war ein sehr familiäres Treffen. Also da haben sich lauter Nachbarn, Freunde und Bekannte wieder getroffen. Das kam mir vor wie so eine große Wiedersehensparty nach dem 10 Jahre nach dem Abitur. Das war wirklich, da war jung und alt, da waren viele Familien. Das Ganze war wirklich ein Spazierevent durch Palma und es gibt ja tatsächlich auch Berichte, dass dort krude Gruppen und eine merkwürdige Mixtur aus linken Gruppen sich zusammengefunden hat. Aber diesen Eindruck hatte ich tatsächlich überhaupt nicht. Der schwarze Block bestand aus insgesamt, würde ich mal sagen, 5 Personen. Und das ist schon verschwindend gering bei 20.000 Demonstranten. Übrigens, die Mallorquiner, die demonstrieren tatsächlich ein bisschen anders als wir. Da hat man sich Brote mitgebracht, was zu trinken und ist wirklich durch die Innenstadt flaniert. Es wurde tatsächlich wenig skandiert und das Besondere war die Abschlusskundgebung. Da strömten tatsächlich die Massen auf den Paseo Born. Aber die meisten, die da flaniert, spaziert und demonstriert haben, die haben sich gar nicht für diese Abschlusskundgebung interessiert, sondern sind straight dran vorbeigelaufen, um dann nach Hause zu gehen. Ja, natürlich nicht, um den Tatort zu gucken, aber um andere Dinge mit der Familie zu machen. Also bei dieser Abschlusskundgebung waren dann vielleicht noch von diesen 20.000 Leuten 3.000, 4.000 da. Der Rest hat sich das geschenkt. Und was auch noch ganz interessant ist, ich habe mit einem mallorquinischen Taxifahrer anschließend nochmal geredet und er sagte, er hält diese Demonstration für Heuchelei, denn viele, die da mitgelaufen sind, die leben mitunter von der Ferienvermietung, zum Teil von der illegalen Ferienvermietung. Aber das ist ja tatsächlich hier eines der größten Probleme auf der Insel, die Wohnungsnot. Aber darüber haben wir ja schon oft genug in diesem Podcast gesprochen. Aber zum Thema Wohnungsnot habe ich noch was. Wolfgang hat mich angeschrieben, der seinen Urlaub auf Mallorca verbringen möchte, und zwar im Zelt. Er hat gefragt, ob man auf Mallorca gut zelten kann, überall 1-2 Tage bleiben und dann weiterziehen zum nächsten Dorf, und die Antwort ist da ein klares Nein. Es gibt wahrscheinlich keinen zeltfeindlicheren Ort auf der Welt als Mallorca. An der Zahl haben wir hier 3 Campingplätze, die auch alle sehr versteckt sind. Einer bei Arta, einer bei Escorsa in der Nähe des Kloster Juk, also im Landesinneren. Insgesamt gibt es hier 450 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte, und das ist halt, naja, eine verschwindend geringe Zahl, wenn man mal überlegt, wie viel 100.000 Schlafplätze die Hotels hier bieten. Also zelten sollte man hier eigentlich nicht, es sei denn, man kennt in jedem Dorf einen Finca-Besitzer, der einen auf seinem Gelände campieren lässt für 1-2 Tage. Allerdings, den Stress würde ich mir sparen. Versuch's lieber Wolfgang, mit dem Zelten auf dem Festland, dem Spanischen. Und dann noch ein Blick nach Cala Ratllada. Steff Jerke, bekannt aus Goodbye Deutschland, hat ja vor knapp 2 Monaten einen neuen Laden aufgemacht in Cala Ratllada, das Sharkies. Da gab es ein großes Opening, da gab es einen Heiratsantrag von Steff an Peggy. Die beiden waren ja auseinander, sind wieder zusammengekommen nach all der Zeit, haben ein gemeinsames Kind und wollen jetzt den Bund der Ehe eingehen. Nur könnte finanziell vielleicht ein bisschen anstrengend werden, zumindest für Steff, denn der hat das Sharkies gleich wieder zugemacht. Da steht ein Schild vor der Tür, wegen Reichtums geschlossen. Und damit beginnt natürlich die Gerüchteküche in Cala Ratllada zu rumoren. Und dazu muss man
mal Folgendes sagen. Also es gibt die Familie Umland in Kala Radjada, die die Seite auf Facebook, die Kala Radjada Insider betreiben. Und die sind schon eine große Macht tatsächlich in dem kleinen ehemaligen Fischerdörfchen, weil sie medial sozusagen die deutschen Residenten voll unter Kontrolle haben. Und die Restaurants und Bars der Stadt auch aufgefordert sind, tunlichst dort im Magazin, was einmal im Jahr erscheint, von den Umlands zu werben. Und jetzt kommt da eine neue Gruppe ins Spiel, ein paar selbsternannte Rächer von prominenten Betrogenen, so sagen wir mal, die sich im Gewand von Bloggern verstecken, und die haben jetzt nun recherchieren wollen, dass Steff Jerkels Sharkies insolvent sei. Das erzählt man sich so in der Stadt, und dann gibt es noch ganz, ganz viele Gerüchte, dass Steff seine Partner betrogen haben sollte und der Mann eine Spur des Bösen in Kala Radjada hinterlässt. Da soll angeblich ein Rechercheteam von 6 Leuten dran arbeiten, um den Steff Jerkel nun extra zur Strecke zu bringen. Ich halte das Ganze für Quatsch. Mag sein, dass Steff an dieser Stelle vielleicht nicht ganz so ordentlich mit seiner Partnerin kommuniziert hat, die da jetzt angeblich auf einem 6-stelligen Schuldenberg sitzt, weil sie von Steff total ausgenommen worden sein soll. Ich würde zumindest als Tipp geben, nicht allzu viel Wert auf diese Berichterstattung in Anführungsstrichen zu legen, weil diese Menschen, die diese Portale betreiben, deren Namen ich einfach nicht erwähne, weil man diesen Leuten keine Reichweite geben muss, und deshalb dieser lange kleine Dialog vorneweg zu den Umlands, sie versuchen sozusagen in die Fußstapfen der Umlands zu treten, wie so Revolverhelden, die in eine Stadt gehen und sagen, Sheriff, verpiss dich hier, es gehört hier jetzt uns. Also das ist eigentlich eine schöne Trash-Geschichte aus dem Nordosten, die man mal weiter verfolgen sollte. Da sind wohl gegenseitig jede Menge Strafanzeigen gestellt worden, allen voran von Steff wegen Verleumdung und anderer Dinge. Und wenn man schon glaubt, der Ballermann sei ein Hexenkessel der Bösartigkeit und der Residentengerüchteküche, dann sollte man sich mal ein paar Wochen in Kala Radjada aufhalten. Ihr wollt inspirierenden Gesprächen von 2 Freundinnen lauschen, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen? Dann hört doch mal rein in Feuer und Brot. Feuer und Brot, hinter diesem mysteriösen Namen verbergen sich Alice und Maxi, gebürtige Kölnerinnen. Die beiden kennen sich seit der 5. Klasse und unterhalten sich in ihren Podcast-Folgen meistens irgendwo zwischen Berlin, Hamburg und Köln. Entweder via Skype oder gemütlich beisammen. Alice ist freie Journalistin und Autorin. Maxi arbeitet als Sprecherin. In ihrem Podcast besprechen die beiden in ganz vertrauter Atmosphäre gesellschaftlich relevante, popkulturelle und ganz persönliche Themen. Da geht es zum Beispiel um Rap, Feminismus, kulturelle Aneignung, Männlichkeit oder auch mal um Tabuthemen wie weibliche Lust oder Menstruation. Im 2-wöchentlichen Rhythmus könnt ihr den beiden zuhören, wie sie ihre Sicht der Dinge schildern, irgendwo zwischen Politik und Popkultur. Hört jetzt rein und abonniert den Podcast. Immer am 1. und 15. des Monats gibt es eine neue Folge im Podcast-Player eures Vertrauens. Und nun eine selten gewordene Rubrik hier in diesem kleinen Podcast, das 17. Bundesland, Malle History. Malle History, das Insellexikon. Vor knapp 800 Jahren spaziert der Hirtenjunge Juck durch den Wald in der Nähe des Dorfes Escorsa im Tramuntana-Gebirge. In einer Felsspalte macht er die Entdeckung seines Lebens, die er sofort zum Dorfpfarrer bringt. Und der attestiert: Juck, du hast eine schwarze Marienstatue gefunden. Der Pfarrer bringt die Maria in die Kapelle und am nächsten Tag ist sie verschwunden. Die Dorfbewohner machen sich schnurstracks auf die Suche und entdecken die Statue an dem Ort, wo der Hirtenjunge sie fand. Sie bringen die Maria wieder in die Kapelle, doch am nächsten Tag das gleiche Spiel. Also beschließt der Pfarrer, die Maria dort zu belassen, wo sie sich augenscheinlich am wohlsten fühlt. Und so wird an diesem Ort eine Wallfahrtskirche gebaut. Sie heißt Santa Maria de Juck und wird schnell ein Wallfahrtsort. Ein Priesterkolleg wird dort gegründet, eine Basilika erbaut,
Ein Kloster entsteht, das zum wichtigsten religiösen Zentrum der Insel wird. Heutzutage besuchen bis zu 1 Million Gläubige und Touristen das Kloster Juk. Die Marienstatue verschwand irgendwann im Mittelalter. Heute ist eine Nachbildung aus dem Jahr 1520 in einem Seitenschiff des Klosters zu bewundern. Malle History, das Insellexikon. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zur Premiere. Das Gespräch mit dem Präsidenten der Hotelvereinigung der Playa de Palma, Pedro Marin, mit mir, auf Englisch, rückübersetzt mit Voice Cloning von Whitby. Vielen Dank an dieser Stelle an Eugen von Rubinstein, der das innerhalb von 48 Stunden für uns möglich gemacht hat. Das Interview der Woche. Pedro, vielen Dank, dass du hier bist. Wie ich schon auf Deutsch gesagt habe, kenne ich dich schon seit ein paar Jahren und ich hatte immer den Eindruck, dass du eine Art Rock'n'Roller bist, ein großer Rock'n'Roller hier an der Playa de Palma. Und jetzt bist du Präsident der Hoteliers der Playa de Palma geworden. Was hat sich in deinem Rock'n'Roll-Leben geändert, nachdem du Präsident geworden bist? Hallo Ingo und danke, dass ich dieses Interview mit dir machen darf. Ich glaube, jetzt bin ich mehr Rock'n'Roller als vorher. Sie haben mich also quasi zum Präsidenten der Hoteliers an der Playa de Palma gemacht. Für mich ist es eine große Verantwortung, weil mein Vater vor mir 15 Jahre lang Präsident dieser Vereinigung war. 15 Jahre sind also eine lange Zeit, um Präsident zu sein. Und ich habe auch diese Jahre mit ihm mitbekommen. Ich weiß also, was die Probleme dieses Strandes sind und wie die Zukunft des Strandes aussehen muss. Was ist deine Aufgabe als Präsident der Vereinigung der Hoteliers an der Playa de Palma? Wir haben wirklich viele Treffen mit der Regierung, mit dem Bürgermeister, mit anderen Hoteliers, mit dem Hotelverband von Mallorca, mit solchen Leuten. Danach muss man neue Ideen haben oder was man über den Weg für die nächsten Jahre dieses Strandes denkt. Denn ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu verändern und zu wissen, wo die Zukunft der Hotels auf Mallorca und der Hotels an der Playa de Palma liegt. Die Touristen, die wir hier haben wollen, wir wollen Qualität, wir wollen nicht so viele oder massive Touristen. Darauf müssen wir achten. Wir wollen Touristen und für mich ist besonders wichtig, dass wir seit 35 Jahren mit deutschen Touristen arbeiten. Für mich sind sie die besten Touristen, die wir in einem Reiseziel oder einer touristischen Destination haben können. Denn sie reisen fast das ganze Jahr über, nicht nur in den Sommerferien oder in den Osterferien. Und sie haben ein wirklich nettes Verhalten, das wir bisher nicht hatten. In den letzten 8, 9, 10 Jahren hatten wir diese zwei besonderen Monate, Mai und Juni. Und diese Art von Touristen hat sich verändert, weil sie viel kommen, die Kegelgruppen wechseln. Jetzt haben wir diese Gruppen von jungen Leuten, die kommen, um Frühlingsferien zu machen. Ich glaube, es ist, als kämen sie nach Las Vegas. Was auf Mallorca passiert? Bleibt auf Mallorca. So etwas in der Art. Aber wenn wir das Verhalten der Touristen in diesen Monaten ändern können, denke ich, dass dies ein großer Schritt in Richtung Qualitätstourismus sein wird, den wir alle wollen. Wie wollt ihr die Gäste ändern? Du sagtest, es gibt vor allem 2 Monate, in denen ihr Probleme mit den Gästen habt, aber ihr könnt sie nicht ändern oder erziehen. Was sind eure Pläne für diese Monate und für den großen Austausch von Touristen? Man muss auf 2 Arten arbeiten, auf 2 ähnliche Arten. Ich denke auf die Art der Qualität, um ein schönes Hotel zu haben, um ein schönes Restaurant zu haben, um ein Geschäft auf der Straße zu haben, diese Art von Leuten, die Artikel auf der Straße verkaufen. Es ist wirklich nicht schön, aber es ist ein Problem der Polizei und auch ein Problem von Angebot und Nachfrage. Wenn wir keine Nachfrage haben, haben wir auch kein Angebot. Es ist also illegal, von diesen Leuten auf der Straße etwas zu kaufen. Aber auch die Touristen kaufen es. Und sie sind gegen diese Art von Menschen, die wir auf der Straße haben. Aber okay, kauft diese Artikel nicht und wir haben diese Leute nicht auf der Straße. Wir müssen uns auch darauf beziehen, es ist unsere Arbeit und es ist die Konzentration auf den Ursprung. Es ist wie bei diesen Touristen, die von Deutschland kommen. In Deutschland müssen sie denken, okay, wir wollen einen schönen Urlaub auf Mallorca verbringen. Wir wollen keinen Müll produzieren. Wir wollen nicht unnachhaltig sein. Wir wollen nicht dieses schlechte Verhalten an den Tag legen, das die Bewohner und den Rest der Touristen, auch die deutschen Touristen, stört. 20 Meter von hier entfernt befindet sich die Calle de Jamont
Und dort ist der größte Basar Mallorcas, würde ich sagen, mit vielen Senegalesen, die 20 Meter von dir entfernt Dinge verkaufen. Sprecht ihr nicht mit der Polizei über diese Situation? Und die Polizei kommt mit zwei Beamten, alle Senegalesen verlassen das Gelände und 5 Minuten später sind sie immer noch da, wieder da. Sicher, vor 2 Jahren habe ich mit dem Polizeimajor von Palma darüber gesprochen. Ich weiß nicht wirklich, wie man dieses Problem lösen kann, denn ich denke, die alte Verwaltung, die wir hatten, hat es so weiterlaufen lassen wie in den letzten 8 Jahren. Aber jetzt haben wir mit einer neuen Verwaltung wirklich hart gearbeitet. Vor einem Monat hatten wir eine Kommission, in der die Policía Nacional, die Policía Municipal, die Hoteliers und die Anwohner zusammenkamen und sie sagten, stopp, wir verlieren unsere Zeit und ich glaube, wir haben keine Lösung für das Problem. Nächsten Monat machen wir einen Plan mit der Restauration, mit den Restaurants, den Hotels und den wenigen Polizisten, die wir hier haben, und wir müssen dieses Programm in Angriff nehmen. Ich denke, nächstes Jahr wird man den Unterschied zum letzten Jahr sehen. Wir haben angefangen, wirklich hart zu arbeiten, um nächstes Jahr eine gute Saison zu haben. In Deutschland gab es eine Panik, weil der Bürgermeister von Palma sagte, dass es keinen Alkohol mehr an den Stränden geben dürfe und die Polizei an die Strände gehen solle, um das zu kontrollieren. Hat sich seitdem etwas geändert, nachdem der Bürgermeister dies beschlossen hat? Gibt es also Kontrollen an den Stränden? Die Leute trinken immer noch. Das ist lustig. Die deutschen Leute haben keine Panik, auf der Straße keinen Alkohol zu trinken. Ich denke, dass das in Deutschland nicht erlaubt ist und hier auch nicht erlaubt ist. Letztes Jahr sowieso. Denn wenn man eine große Gruppe sind, für die Polizei mehr als 3 Personen, war das schon nicht erlaubt. Sie haben mit diesem Gesetz angefangen, das zu dem neuen Plan dieser neuen Verwaltung in Palma gehört, den sie Ende September in Kraft gesetzt haben und der für den nächsten Sommer gelten soll. Aber auch das ist nicht das Problem. Es ist wie in einer Schule, wo die Lehrer und die deutschen Touristen kommen, wie in unserer Schule. Die deutschen Leute müssen wissen, dass wir diesen Strand haben und ihn genießen können. Ich denke, dass diese Symbiose zwischen Deutschen und Spaniern gerade an der Playa de Palma sehr gut funktioniert hat. 40, 35 Jahre schon. Warum müssen wir dieses gute Verhältnis stören oder zerstören? Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Müll diese Art von Menschen, die auf der Straße trinken, um 6 Uhr morgens erzeugen. Es ist unglaublich. Wenn man laufen will, ist das unmöglich. Die ganze Straße in der ersten Reihe ist voll mit Müll. Das ist nicht schön. Nicht nur für die Anwohner, für die Menschen, die auf Mallorca leben. Es ist auch nicht schön für die Leute, die einen schönen Urlaub an der Playa machen wollen. Wir hatten also das Problem mit dem Basar dort drüben. Wir haben über das Alkoholproblem gesprochen. Gibt es hier an der Playa de Palma auch Probleme, für die man Lösungen finden muss? Ich denke, wir haben keine oder nicht genug Investitionen in die Playa. Die Leute kommen hierher, sie zahlen Touristensteuer, die fast 40 Millionen pro Jahr generieren. Also muss dieses Geld zurück an den Strand kommen, denn wir generieren dieses Geld für die Touristen. Also müssen wir auch für die Touristen, die kommen, investieren, damit alles besser wird und mehr Investitionen getätigt werden. Mit der letzten Regierung hatten wir keine guten Pläne für die Playa de Palma, weil sie sich nicht um die Touristen gekümmert hat. Diese neue Regierung arbeitet wirklich hart daran, neue Dinge zu schaffen, die man in den nächsten Jahren sehen kann. Na gut, das war ein Problem. Also die Probleme der Playa de Palma, der Alkohol, die Umweltverschmutzung und Touristen, die sich nicht benehmen können. Aber es gibt noch andere Probleme auf Mallorca. Letzte Woche hatten wir eine große Demonstration von 20.000 Mallorquinern. Was dachtest du über diese Demonstration, als du die Bilder gesehen hast? Ja, siehst du, das ist nicht immer eine gute Situation, die wir haben, weil wir hier von den Touristen leben. Ich denke, der Tourismus ist wirklich wichtig für die Insel oder auch für Spanien. Ich denke, das Problem ist, und das habe ich in der letzten Woche schon einigen Journalisten gesagt, die Vermietung von Ferienwohnungen. Es ist wie diese Art von Wohnungen, die sie machen, das ist auch illegal. Oder legale Ferienvermietung macht nichts Gutes für unsere Insel und dass wir auf einer Insel leben. Letztes Jahr haben wir 18 Millionen. Es gibt also eine Menge Touristen auf der Insel.
Aber wir haben seit 8 Jahren ein Moratorium, dass wir keine weiteren Hotels bauen dürfen. Also müssen sie auch an einem Ort bleiben. Ich denke also, dass dies eine wirklich wichtige Sache ist, die sie kontrollieren müssen. Es ist wie... Was bedeutet Kontrolle? Kontrolle ist wie ACC. Ich denke, sie müssen es so machen wie in Barcelona. Wenn man eine Wohnung hat, kann man keine Ferienvermietung in einer Wohnung machen. Und wenn man bereits eine Lizenz hat, hat man nach Ablauf der Lizenz nicht die Möglichkeit, diese Lizenz zu erneuern. Und damit werden sie in 3, 4, 5 Jahren noch viel mehr kontrollieren. Vor allem, wenn man weiß, dass man in seiner Wohnung nicht für den Urlaub vermieten kann. Man kann nicht zur Polizei oder zu den Leuten von Conselleria sagen, dass sie das machen und sie können es in Rechnung stellen oder die Wohnung schließen. Ich denke, es ist ein spezielles Problem, das wir jetzt haben, dass wir nicht mit dieser netten Möglichkeit sterben müssen, die wir bis jetzt hatten, den Ruf, den Mallorca hatte. Jetzt ist es nicht wirklich schön, dass man in den Urlaub fahren will und das Reiseziel einem sagt, dass sie einen nicht haben wollen. Das ist nicht die Botschaft, die wir wollen. Es ist nicht die Botschaft, die sie gesagt haben. Es ist die Botschaft, dass wir Qualitätstouristen wollen und keine Massentouristen. Aber die Playa de Palma, wenn du sagst, dass sie durch den Massentourismus reich und beliebt geworden ist, ist die Mutter des Massentourismus und so sollte die Mutter jetzt etwas anderes werden? Ja, wir haben angefangen, es ist kein Massentourismus, sondern wir haben mit einem Strand angefangen, einem normalen Strand. Wir haben nicht diesen Qualitätsstrand, wir hatten nie einen Qualitätsstrand wie Cannes oder Saint-Tropez oder so. Das ist nicht unsere Art von Strand, den wir haben werden. Aber wir haben die 3-Sterne-Hotels in 4-Sterne-Hotels umgewandelt, in 4-Sterne-Superior-Plus-Hotels oder 5-Sterne-Hotels. Und ich denke, ja, wir können die Qualität des Tourismus ein wenig verbessern. Wir haben einen Strand, an dem es früher viele Diskotheken gab. Wir haben auch das Nachtleben genossen. Aber jetzt ist es so, dass das Nachtleben auch tagsüber stattfindet. Massiv ist also in Ordnung. Man kann von Massentourismus sprechen. Das ist so, als hätten wir 114 Hotels in Playa de la Palma. Aber Playa de la Palma ist 6 Kilometer Strand. Also können wir diese Veränderung mit einem anderen Tourismusmodell haben. Ist dir bewusst, dass es mehr Touristen auf der Insel gibt als je zuvor? Seid ihr ausgebucht? Denn 4 Millionen Menschen mehr im Jahr, das ist eine Masse. Erkennst du das hier im Hotel oder in deinem persönlichen Leben? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Die letzten 2 Jahre haben wir das auch erkannt. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Millionen mehr. Man muss das auf 2 Arten sehen. Okay. Wir haben mit Sicherheit mehr Leute. Wir haben mehr Leute, die hier ihren Wohnsitz haben oder einen Zweitwohnsitz, die das ganze Jahr über kommen. Aber es ist auch so, dass wir eine längere Saison haben als früher. Vorher hatten wir 6, 7 Monate und jetzt haben wir schon 8, 9 Monate Saison, fast Hochsaison. Wenn man also diese 2 Millionen in 2 weiteren Monaten hinzufügt, haben wir auch Leute, die einen Zweitwohnsitz hier auf Mallorca haben. Oder wir haben mehr Leute, die auf Mallorca leben. Ja. Es geht nicht nur um den Tourismus, sondern auch, wie ich schon sagte, um die Leute, die hier leben und vorher nicht gelebt haben, um den Zweitwohnsitz. Wir haben für mich zu viel Kreuzfahrten, dass sie kommen, um den Tag hier zu verbringen und am Abend zu gehen. Aber sie sind massenhaft hier in Palma, so dass es merkwürdig ist, in Palma herumzulaufen. Stell dir vor, du wärst für ein paar Tage der Diktator von Mallorca. Was würdest du auf der Insel ändern? Nein, es ist so, dass man die Insel Schritt für Schritt verändern muss. Ich denke, die Insel ist eine wunderbare Insel. Wenn ich um die Welt reise und zurückkomme, ist es, als käme ich zurück ins Paradies. Ich denke, wir haben schöne Orte, schöne Strände, eine schöne Stadt, nette Leute. Wir müssen nicht so viel ändern. Wir müssen das touristische Modell ändern, das wir gerade in Angriff nehmen, um Qualitätstouristen zu haben. Aber ich denke, es muss ein Übergang für ein paar Jahre sein, nicht von einem Jahr zum nächsten, denn das ist nie schön und funktioniert auch nicht. Was sind deine Ideen, um die Situation zu ändern? Denn viele Leute hier sagen, dass wir an einem bestimmten Punkt angelangt sind. Wir können nicht mehr mit immer mehr Touristen weitermachen. Wie können wir die Zahl der Touristen reduzieren, ohne das Geld der Massen zu verlieren? Verstehst du, was ich meine?
Natürlich. Aber es ist wie das, was ich bis jetzt gesagt habe. Es ist wie Qualität gegen Masse. Wir haben mehr Qualität, mehr hochwertige Restaurants, mehr hochwertige Boutiquen, mehr hochwertige Hotels. Es ist, als ob das Geld auch mehr wird, aber mit weniger Leuten. Das ist der richtige Weg, aber sie müssen sich ändern. Man kann nicht ein schlechtes Restaurant haben und für ein Lendensteak 40 Euro wollen. Wir müssen diese Qualität haben. Außerdem denke ich, dass die Krise oder die Ferienvermietung der Insel nichts bringen, da nur wenige Menschen diese Art von Geld gewinnen. Wir müssen es also als eine globale Vision betrachten. Und so werden wir uns verändern und wir werden kein Geld verlieren. Und die Leute, die hierher kommen, werden die Insel mehr genießen, so wie wir sie bisher hatten. Du bist an der Playa de Palma aufgewachsen, du bist hier an der Playa de Palma als kleines Kind zur Schule gegangen. Wie hast du all die Dinge gesehen, die um dich herum passiert sind und vor allem, dass dein Hotel im Epizentrum des Ballermanns liegt, würden wir sagen? Wie war es, als Kind hier zu sein und die Tage mit all den betrunkenen deutschen Touristen zu verbringen? Nein, aber es ist lustig. Es ist wie im Epizentrum des Strandes zu sein, bevor es schön war, bevor der Bierkönig oder die Schinkenstraße nicht so war, wie sie jetzt ist. Wir hatten nicht den Megapark und Joy Palace und Rio Palace und Zorbas. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren geändert. Als ich jung war, ich weiß, dass ich älter werde, aber als ich jung war, war das auch anders. Das Nachtleben fand in der Nacht statt, nicht am Tag. Das ist ein schöner Satz, weil wir darüber nachdenken wollten, dass sich vielleicht das Leben verändert, wenn der Bierkönig von 6 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens die Türen öffnet. Vielleicht müssen wir den Strand ein bisschen mehr einrichten oder ein bisschen mehr verändern. Wir müssen Strandclubs einrichten, wir müssen eine Alternative dafür schaffen, auch tagsüber. Ich denke, es wird lustig sein, denn früher hatten wir weniger gute Hotels, weniger gute Restaurants, als ich noch jung war, sozusagen. Wir hatten das Nachtleben und tagsüber war der Strand wunderbar. Niemand hatte diese Probleme, diese betrunkenen Leute um sich herum. Ich glaube, das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben. Würdest du also sagen, dass Bierkönig und Megapark immer noch große Probleme hier an der Playa de Palma sind? Nein, ich glaube, sie glauben, dass sie arbeiten müssen. Und ich glaube, dass sie wirklich gut arbeiten, weil viele Leute zu den Orten gehen. Sie machen ein gutes Marketing, sie machen nette Partys drinnen. Ich glaube, das Problem ist, dass sie zu viel Zeit am Tag und in der Nacht haben. Vielleicht müssen sie weniger Zeit offen haben und vielleicht helfen sie auch ein bisschen dabei, dass es besser wird. Aber ich habe nichts gegen diese beiden Orte. Ich denke, dass sie auch für den Strand die Saison verlängern, weil sie mit den Öffnungen Mitte April und der Schließung Ende Oktober begonnen haben. Und für uns ist es auch schön, weil wir diese Hochsaison haben, die länger ist. Onofre Pasqual, der Besitzer des Bierkönigs, ist auch Mitglied von Palma Beach. Ich denke also, dass es direkte Gespräche unter Nachbarn und Mitgliedern desselben Clubs gibt. Onofre, den ich kenne, ist ein guter Freund von mir, ist ein Mitglied, ist ein Partner von Palma Beach. Palma Beach ist von den Gebrüdern Ferrer und wir arbeiten seit 9 langen Jahren daran, diese Qualität zu erreichen, über die jetzt alle sprechen. Onofre ist mehr als ein Nachtlebenbesitzer, er ist ein Hotelier. Er möchte Hotels haben, die sie kaufen. Er verwandelt diese Hotels in 5-Sterne-Hotels. Ich denke, er hat eine neue, schöne Vision davon, was wir an der Playa de Palma haben oder haben wollen. Um zum Schluss zu kommen, wie sieht deine Vision für die Playa de Palma in den nächsten 10 Jahren aus zum Beispiel? Wo stehen wir in 10 Jahren mit diesem Ort? Ich bin sicher, dass die Qualität zunehmen wird. Die Hotels stellen sich auf dieses neue touristische Modell ein und auch die Restaurants fangen an. Wir haben bereits 15, 20 nette Restaurants rund um den Strand. Ich denke, die Boutiquen müssen sich verändern. Wir brauchen mehr Sicherheit, aber das wird sich ändern. Ich denke, dass wir in 10 Jahren einen der besten Strände des Mittelmeers haben werden. Da bin ich mir sicher, denn niemand weiß, welches Potenzial diese Playa de Palma hat. Ich weiß es und ich glaube, es wird der beste oder einer der besten Strände des Mittelmeers sein. So, das ist dann die letzte Frage. Ich glaube, dein Großvater hat dieses Hotel gegründet, richtig? Und dazu gibt es eine lustige Geschichte. Kannst du sie mir erzählen? Ich erinnere mich, dass dein Vater auf dem Campus gearbeitet hat und das hier geschenkt bekommen hat, oder? Es war so, dass mein Großvater, der dieses Hotel 1970 gebaut hat, vorher wie alle anderen Leute, die Geld hatten, auf einer Finca gearbeitet hat. Sie hatten Mandarinenbäume, Schweine, Schafe.
Und es ist so, dass der Onkel, den er hatte und der mehr Geld hatte als mein Großvater, zu ihm sagte, such dir eine andere Finca aus, denn du hilfst mir sehr und ich gebe dir, was du willst. Und mein Großvater sagte, okay, ich will den Wald am Strand von Playa del Palma. Und mein Onkel sagte ihm, du bist dumm, du kannst nichts im Sand neben dem Strand anbauen. Aber er sagte, nein, nein, ich will diesen Ort. Und es ist eine Schande, dass er sehr jung gestorben ist. Denn wir haben viele Orte in Playa de Palma und am Ende musste meine Familie sie verkaufen. Die Idee meines Großvaters war es, noch 3 oder 4 weitere Hotels zu bauen, als er selbst noch lebte. Aber er begann hier mit einem Minigolfplatz? Mit einem Minigolfplatz. Und deshalb heißt das Hotel auch Playa Golf? Ja, es gibt dort keine Minigolfs mehr. Wir müssen uns überlegen, ob wir den Namen ändern. Ich danke dir. Das Interview der Woche. Das war also das erste KI-Voice-geklonte, übersetzte Interview, das es jemals gegeben hat in der Geschichte von Das 17. Bundesland. Ich denke, das wird auch nicht allzu häufig vorkommen. Sagen wir es mal so, wäre das Interview auf Deutsch gewesen, respektive auf Spanisch, hätten wir beide wohl zu anderen Formulierungen gegriffen. Ich hoffe, ihr habt das durchgehalten, weil schräg klingt's auf jeden Fall immer noch. So, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, dann wieder ohne Stefan, aber mit einem spannenden Interviewpartner, der uns erzählt, wie es einem gelingt, 115.000 € auf Mallorca in den Sand zu setzen. Bis dahin, schöne Woche.